Aber was wäre nicht ein wunderbares Buch, wenn denn plötzlich irgendetwas aus einer mystischen, märchenhaften Welt einschreitet? Und das ist in meinem Buch so. Also er trank von der Milch, das Brot hat er stehen lassen. Er kam nicht mehr heraus, hat sich ins Bett gelegt. Das ist auch so ein typisches Zeichen, ich will weg von dieser Welt und ich bin enttäuscht und ich bin traurig und ich will einfach nur noch abtauchen und schläft ein. Und plötzlich wurde er von einem lauten Geräusch geweckt. Das Milchglas war umgefallen und das Klirren hatte ihn aufgeschreckt. Wie war das möglich? Tim traute seinen Augen nicht, als er hinsah, denn da saß ein winziges Männlein auf dem Teller und naschte von seinem Abendbrot. Schaut sie mal, diese Bilder, die male ja selber. Und das ist übrigens der Zylinder vom Buchstabenmeister und der hat eine ganz spezielle Rolle in diesem Buch, weil der hat so ein bisschen ein Eigenleben. Ihr habt da richtig mit der Fantasie gespielt und davon erzähle ich euch im nächsten Beitrag. Bleibt dran!